So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls Remastered. Und ja, in der letzten Folge sind einige Dinge passiert. Wir haben Seth, den Schuppenlosen, besiegt und wir haben Anno Londo in die Dunkelheit getrieben, indem wir einfach mal die gute Prinzessin niedergestreckt haben. Was jetzt natürlich für uns bedeutet, wie gesagt, Anno Londo ist jetzt komplett im Dunkeln gehüllt und wir bekommen jetzt dadurch eine Gelegenheit, gegen die echte Gwendolyn, glaube ich, zu treffen. Oh! Oh! Hallo, Freunde? What's going on? Kann ich euch helfen? Hallo? Ach du Scheiße, wer seid ihr denn? Oh, wow. Ey, Leute. Ey, macht mal ruhig. Ne? So, du bist nicht tot. Schade. Kurz trinken. Halt, stopp. Ich muss kurz trinken. So, tschüss. Wer bist du? Du bist der große, böse Typ. Und ich muss dich töten, oder was? Ich bin ehrlich, das gefällt mir gerade sehr, dass es auf einmal andere Gegner sind. Oh wow. Sein riesen Knüppel. Shit. Wow. Scheiße. Nein. Ah. Okay, das war mehr als knapp. Okay, wir haben verdammt viele Seelen bekommen. Die Frage ist jetzt allerdings. Sind jetzt alle Gegner anders? Ich gehe mal kurz zu meinem Freund. Wenn überhaupt. Oha, jetzt haben wir die Zeit der Dunkelheit eingeläutet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht. Okay, unser Freund ist noch da. Er hämmert noch fleißig. Sind die komischen fliegenden Viecher noch da? Oha. Okay, das ist jetzt ziemlich cool. Hier ist halt einfach keiner mehr da. Alle sind weg. Okay. Also sowas finde ich ja richtig gut. Deswegen hatte ich mich auch gefragt, ob sich zum Beispiel beim Gemälde von Ariamis, ob sich da, wenn man da nochmal hingeht, so wie beim Asyl der Untoten, ob sich da irgendwas ändert. Ne, wie hier zum Beispiel. Ja gut, beim Asyl der Untoten hat sich ja was geändert. Ne? Aber dass das hier jetzt so dunkel ist und dass jetzt auf einmal andere Gegner da sind, die Frage ist halt, sind die Gegner jetzt permanenter oder sind das einfach nur so One-Hit-Gegner? Also, ne, einmal da, einmal kaputt und weg. So, wen haben wir denn hier? Hallo, wer bist denn du? Alt. Wer bist du denn? Wer du bist? Alter, du machst mich kaputt, hä? Hilfe! Warte mal kurz, ich muss mal kurz weg. Ich habe Angst. Okay. Gut. Angst ist vorbei. Tschüss. Feuerhüterseele. Ist das... Oh mein Gott. Wir haben... Oh mein Gott. Wir haben gegen die Feuerhüterin gekämpft, die wir hätten nicht töten. Na gut, wir haben jetzt 4 Feuerhüterseelen. Das ist geil. Das gefällt mir sehr.
Aber das bedeutet jetzt aber auch, dass das Bonfire nicht mehr aktiv ist, oder? Oh boy, ich geh mal gucken. Lalalala. Aber wie gut das jetzt ist, dass sie uns quasi angreift. Ja doch, bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe, will ich erstmal gucken, ob das alles noch aktiv ist. Aber es ist halt wirklich komisch, warum auf einmal alle verschwunden. Keine Feuer drin, Leuchtfeuer kann nicht entzündet werden. Ja, das ist doof. Und wir haben keine Estes mehr. Ach, verdammt. Okay, das ist sehr, sehr doof. Aber warte mal, vielleicht können wir ja. Nee, warte, das war hier. Okay, alles klar. Gut, Menschlichkeit frischt uns auch wieder auf. Okay. Sind die gleichen Gegner jetzt hier oben auch weg? Also das will ich noch herausfinden, ob da oben noch welche sind, die wir quasi bekämpfen können, oder ob das jetzt egal ist. So, wenn ich jetzt so drehe, geht das nach oben, ne? Gut. Wie gesagt, ich will nur kurz gucken. Oh, scheiße. Hä? Oh, hallo. Also ihr seid gleich. Verstehe ich richtig. Gut, ihr seid gleich und du bist tot. Die Kiste habe ich nicht aufgehoben. Warum nicht? Okay. Alles klar. Nee. Oder doch? Oh Gott, ich. Ja. Ach so, da unten gibt es eine Treppe. Ja, toll. Hätte ich das eher gewusst. Hier komme ich runter, ne? Ja, glaube noch nicht. Oh, shit. Alter, ein bisschen Ruhe, Junge. So, wunderbar. Ich muss aufpassen, dass ich nicht alles verschwende. Aber den Weg habe ich zum Beispiel auch noch nicht genommen, weil er mir nicht viel bringt.
Na toll, da bringt mir nicht viel, ne? Shit. Wenn ich jetzt hier runter jumpe, bin ich Ripperoni. Vielleicht habe ich Glück und kann mich da abstützen. Komm, was soll's? Mir ist. Okay, cool. Ja, wie gesagt, ein Versuch war's wert. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir gehen weiter runter. Nun. Es gibt keinen Hebel. Was war eigentlich hier oben? Ja, hier war einfach nur ein Weg nach unten. Super. Dankeschön, Dankeschön. So. Ich laufe extra langsam, weil man weiß ja nie. Sobald ich abrutsche, bin ich am Eimer. Das muss nicht sein. So, ups. Glück gehabt. Boah. Hallo. Du auch hier? Vergiss es, Junge. So, hier komme ich nicht lang. Oh, da hat was gedroppt. Lass mich raten, Wurfmesser. Wurfmesser Action. Du. Ist, Alter. Boah. Steh mir nicht im Weg rum, Junge. Kann ich nicht leiden. Okay. Es wird gefährlich. Tschüssi. Könnte ich mich von... Nein, ich will es gar nicht probieren. Er kommt, das ist schön. Kusch, kusch. Wie gesagt, ich bin ja ganz vorsichtig. Kann das sagen, was ihr wollt? Okay, gut. Wir müssen runter. Schade, dass unsere Seelen nicht da liegen, wo ich sie erwartet hätte. Oder warte mal, die liegen ja hier unten, ne? Oder? Ja.
Nice. So. Okay, die ganzen Gegner müssten ja wie gesagt alle weg sein, ne? Das bringt mir jetzt hier. Oder warte mal, klar. Bringt mir das jetzt was, wenn ich jetzt hier runter renne? Ohne Grund? Nö, bringt mir nichts, gut. So, dann warte mal hier lang. So. Okay, was habe ich dann hier unten? Ah, hier unten ist dann der. Okay. Gut, weil ich will unbedingt noch zur Kiste gehen, jetzt wo ich gesehen habe, wie ich da theoretisch rankomme. Und die sind wirklich alle noch da. Also da hat sich nichts geändert. Die sind alle noch so, wie sie. Hallo. Alter, hörst du auf? Shit. Nein. So nicht anders. Schlaft schön. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Spätestens wenn ich hier sterbe. Moment mal, sehe ich hier keine Stufe, die nach oben führt? Laufe ich jetzt gerade falsch oder was? Oder komme ich da gar nicht? Töte ich die gerade alle umsonst? Ich glaube ja, ne? Die einfach wegspringen. Wie so Gummibälle. Okay, gut. Also anscheinend komme ich da oben nicht hin. Zumindest nicht so, wie ich es gedacht hätte. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter nach unten. Die Stille. Warte mal, ich muss nach da drehen. So. Genau, abwärts. Autsch. Dem Schrecken entgegen. Und hier gibt es noch ein aktives Bonfire. Ich liebe es.
Wenn es jetzt ausgeht, hasse ich es. Nein, ich liebe es. Sehr. Oh, sehr gut. Wir können ja mal just for fun. Und wunderbar. Ich bin bereit. Gwendolyn, hallo, Venki. Ich weiß nicht, ob ich dich kriegen werde, aber ich versuche mein Bestes. Also egal, was jetzt passiert, alles auf Risky. Heretic. Ja, ich weiß. First thou offendest the Godmother, and now thou see fit to trample upon the tomb of the great Lord. I am the Dark Sun, Gwendolyn. Let the atonement for thy felonies commence. Okay, let's fight. Hallo, hübsche. Oh. Oh fuck. Okay, aha. Aha. Oh. Okay, ich habe keine Ahnung gerade, wie sie was macht. Deswegen muss ich gerade wirklich hier aufpassen. Du willst mich doch verarschen. Mit ihrem riesigen Megastrahl will sie mir den Arsch versohlen. Ja, mit solchen Kleinbällen okay, aber doch nicht mit einem Megastrahl. Ich bitte dich. Ist ja fast wie Kamehameha. Ich überlege. Kann ich ihr vielleicht... Hä? Was? Nee, oder? Okay, das ist scheiße. Warum? Jetzt ist es ja noch beschissener, dorthin zu kommen. Okay, jetzt enttäuscht es mich aber. Hier gibt es ja keinen Hebel zum Aktivieren. Ne? Jetzt muss ich ja wieder. Aber wieso hat das Bonfire nicht gewirkt? Hä? Ach man. Schade. Ich dachte, es wäre ein guter Move. Kamera. Hallo. Cool, neue Waffe. Das ist jetzt allerdings meine Frage. Ich kann mich ja teleportieren.
Okay, gut. Okay, so geht's natürlich auch. So hatte ich von Anfang an den Plan gehabt. Einfach fallen lassen. Einfach gehen lassen. Scheiße. Nein, du dummes Mist. Okay, jetzt wird die Sache etwas schwieriger. Bin ich ehrlich? Ich dachte. Was ist eigentlich. Warte mal. Es gibt doch. Bei der magischen Bibliothek gibt es doch auch ein Bonfire. Was ist, wenn ich jetzt da hinrennen würde und mich von da aus dann quasi teleportieren würde? Würde nicht funktionieren, ne? Wäre im Endeffekt auch ein zu langer Weg dorthin. Aber man kann es ja mal probieren. Dafür ist es ja da. Genau, Bonfire ist hier. So, jetzt setze ich mich hin. Alles super. Alles super. Und jetzt? Herzogs, Tochter des Kays, Finstermond, Grab. Ist das jetzt das, was ich denke, dass es das ist? Lasst mich lügen. Es ist es. Okay, cool. Okay, also wenn das Spiel jetzt knetig ist, müsste ich theoretisch in der Bibliothek auftauchen und von da aus dann immer, ja, mich wieder dorthin teleportieren lassen. Wenn es so ist, wie ich mir es vorstelle. Ja, okay, ist gut. Okay, ich versuche jetzt etwas, was nicht funktionieren wird. Sie macht ihren Superstrahl. Okay. Oh wow. Nice. Okay, cool. Shit. Also es funktioniert zumindest. Oh shit. Ja, es funktioniert. Ach, vergesst, was ich gesagt habe. Wenn es mal funktioniert, dann 2 Sekunden, danach ist alles vorbei.
Okay. Scheiße. Ist doch nicht wahr. Kennt ihr das, wenn man es übertreibt, wenn man denkt, jetzt hat man es raus und dann kriegt man so einen schönen Facepalm? Ja, es ist. Alter, jetzt müssen wir wirklich wieder dort. Oh. Spiel, warum? Aber zumindest, wir hätten sie fast gehabt. Also alles noch offen. Da ist jetzt natürlich gleich die Versuchung groß, etwas zu testen. Ne, Quatsch. Bin ich blöd? Ja, bin ich. So, mal testen. Wenn das funktioniert, nicht schlecht. Auch wenn es dann nicht funktioniert, werden wir ganz schnell sterben. Das ist halt schade. Wir dürfen uns hinsetzen, aber wir dürfen nicht genau, wir dürfen uns hinsetzen, werden aber nicht dort gesaved. Funktioniert das? Scheiße. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Aber ich riskiere es gar nicht erst, weißt du, scheiß drauf. Jetzt kommt wieder Megaball. Und kleine Bälle und Megaball. Oh Mann, das gibt. Oh, cool. Das nenne ich jetzt sehr lucky auf Pfeiler. Das waren zwei Hits, ne? Pfeile. Pfeile. Nochmal Pfeile. Und nochmal Pfeile. Okay, sehr gut. Mega-Attacke. Mega-Attacke. Pfeile. Shit. Und drauf. Okay, noch einmal. Guck mal, das sind unsere Seelen. Mega-Attacke? Jawohl. Mega-Attacke?
Wow. Und die kleinen Attacken. Okay. Cool. Autsch. Alter, die machen schon denn. Oh fuck. Oh shit. Sorry. Okay, da hätte sie mich fast wieder gehabt. Mega-Attacke. Bitte. Shit. Man kennt das, ne? Es ist immer so das Ende, kurz vorm Ende. Pfeile. Nochmal Pfeile. Okay. Mega-Attacke. Wuppa! Kleine Feuerbälle. Und Rip. Yes. Yes. Swathed in dark. An eternal curse upon thee. Wow. Nun, Seele Wendelin, ihr habt gesiegt. Sieg über Finstersonnen. Sonnen. Finsternis gedöns da, ne? Geil, wir haben es geschafft. Schön, wir haben es geschafft. Und der Nebel des Todes ist noch nicht mehr da. Gut. Okay, was kommt jetzt? Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Runter Sonnenlichtschwert. Und? Okay, die ist auch sauber, die Kiste. Aha, okay. Blechhelm, Blechrüstung, ganz viel Blech. Alles nur Blech hier, das reinste Gebleche. Nice, wir haben es geschafft. Geil. Ich bin ehrlich, ich bin überrascht. Also wie gesagt, ne? Schon in, ich weiß nicht, wie vielen Folgen ich das schon gesagt hatte. Aber das alleine schon immer zuzugucken, ich war immer so der Meinung, so, naja, werde ich eh nicht schaffen, weil skeptisch und so. Wenn man das sieht, weil die Gegner sind ja schon nicht ohne. Zumindest hier und da. Aber dass ich selber so gut, kann man das sagen? So gut vorankomme. Ja? Ich meine, hey, wir haben jetzt hier den Boss gelegt. Wir haben den Kristall, also, ne? Wir haben quasi fast. Wir müssen noch Nito legen. Dann müssen wir, ich weiß es gar nicht, wenn wir noch alles legen müssen. Also einiges Herrscherseelen müssen wir noch holen, aber für meine Verhältnisse bin ich relativ gut im Game. Ne, wir haben zwar hier und da sehr viele Tote, das kann passieren, dafür ist Dark Souls da. Aber, ja, wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Es ist halt nur die Frage, das Feuer der Prinzessin war noch aktiv, ne? Kann ich dahin zurückkehren? Ich will noch mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Ich meine, jetzt ist alles dunkel. Wir haben quasi Anno Londo komplett dem Erdboden gleich gemacht. Wenn man es so nennen würde. Zumindest in Dunkelheit gehüllt. Aber sind unsere Freunde noch da? Nee. Ja, guck mal hier. Die sind nicht mehr da. Okay. Das ist dann der Endboss, den wir hier sehen mit dem großen Schwert. Der wird dann noch einen Ticken lustiger werden. Aber das dauert noch, ne? Weil wir wurden ja darauf hingewiesen, dass wir quasi das Feuer übernehmen. So, hier ist auch alles dunkel. Ne, hier gibt es auch nichts mehr für mich. Schön. Oh, reicht gerade mal noch für eine Vitalität. Ne, wobei, warte. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Das,
Ausdauer. Belastung. Schlag, Schlag. Okay, dann gib her. Zack. Kondition. Yeah, let's go. Achso, nein, ich wollte mich teleportieren. So, wir haben das jetzt gelegt. Das heißt, wir werden jetzt... Oh Gott, ich habe Angst. Ach, guck mal, Kristallhöhle. Schön. Ich will es einmal probieren. Hallo Patches, na, wie geht's dir, mein Freund? Aber jetzt kommen wir wieder unsere netten Hunde. Die schlimmsten Gegner mittlerweile, wo ich bestimmt 10.000 Mal sterben werde. Oh, der ist nicht tot. Doch, er ist tot, gut. Das freut mich. Guck mal, da liegt ja auch noch irgendwas zum Einsammeln. Ich gehe direkt zum Boss. Also ich werde jetzt nicht direkt dahin gehen und sagen, hallo Nito, sondern ich muss ja erstmal mich dahin finden. Und ich habe nicht den Zauber. Ach shit. Naja, toll. Ich extra einen Zauber gehabt, damit ich hier mich heilen kann unterwegs. Pustekuchen. Warte mal, warum bin ich so fett? Alles klar. Sehr schön. Autsch. Stimmt, da war ja noch der verkackte Bogenschütze. Und die Feuerspucker. Nicht zu vergessen, ne? Hallo. Dafür. Okay. Let's go. Scheiße, er macht's. Er tut's, er tut's. Fuck it. Oh, genau das, was ich hasse. Ich sehe nichts, ich sehe nicht durch. Hallo? Hallo, ich sehe. Okay, das war cool. Und da haben wir es wieder, das Problem, dieses blöde Gedöns von ihm. Wie gesagt, ich versuche alles. Alter, ich hasse den so sehr. Ich hasse den so sehr. Ey, da. Ich
Also wer den cool findet, weiß ich auch nicht. Für immer sämtliche Worte. Keine Verluste bei Tod, Fluchlösungen, Ring bricht. Träger verursacht keine Geräusche, ja. Gewährt zusätzliche Magie. Verstärkt Wunder, kritischer Angriff. Erstmal gucken, was er für Schaden macht. Also das Schwert. Nun ja. Shit. Scheiße. Okay. Okay, gut. Murakumo, kann ich das nutzen? Okay, gut, das könnte man theoretisch probieren zu leveln. Und zu farmen, dann wie verrückt. Ich gehe erstmal. Ja, komm. Ich will mal gucken, wie stark das wird, wenn ich das komplett trainieren sollte, beziehungsweise wenn ich das dann als Licht machen sollte. Göttliche Waffe, meinte ich. So, erstmal wieder verstärken, ne? Bam, plus 4. Geil. Aber es kann keiner sagen, ich habe jemanden getötet, der nicht sterben wollte. Also bis jetzt waren es immer nur die, die es verdient haben. Also warte mal, ist mich jetzt. Oh nein, ich hab. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal hier bei der Geisterwelt um. Habe ich den aktiviert? Ne, habe ich nicht. So, jetzt. So, erstmal sehen, wie gut er schnetzelt. Autsch. Und Schnetzel. Gut, schön. Schnetzel. Okay, gut. So, die greifen uns ja an sich nicht an, ne? Die tun uns ja eigentlich gar nichts. Sind eigentlich total nett. Nur halt wahnsinnig sind sie. So, okay, wir haben das Zeug, haben wir das Geistergedöns? Wanderfluch haben wir einmal. Nice. Let's go. Ich finde es schade, dass es keinen Timer gibt oder so, wo man sieht, wie lange das noch gilt.
Okay, cool. Nein. Aus. 3, 4, 5. Okay, 4 reichen. Gut. Das Problem ist, in dem Gebiet hier muss man sehr aufpassen, dass man nicht ins Wasser fällt. So, die Seele haben wir geholt, die Hüterseele. Oh Gott, da hoch. Oh geil, one hit. Sehr schön. Aber tun die nicht, glaube ich, eigentlich was droppen? Au, scheiße. Aua. Dumme Sau. So. Okay, nächste bitte. Mist. Nein. Naja, ich wusste es. Eine Falle. Alter, durch die Wand. Nein, komm, hört auf. Hört auf, das ist ach, scheiße. Lass mich raten, genau da liegt jetzt Wanderfluch. Alter, wie hässlich. So, okay. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Wanderfluch. Ich glaube zumindest, ich wüsste, wo es den gibt. Ich hoffe, er war wirklich dort. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Hallo, hoppa. Warte mal. Neue Waffe testen. Sehr schön. Wunderbar. Scheiße. Du blöder Bombenhans. Hä? Komisches Geräusch. Oh, wow. Ja, nein, ja, geil. Nee, 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 nee. So, warte mal, ich bin gleich da. So, guck mal, wie viel. Ui, so, hallo. Wow, ich kann mir genau 2 Wanderflüche leisten. Nun, ist besser als keiner. Aber wie gesagt, das Gute ist ja, die droppen ja Wanderflüche von selbst. Wenn man nicht so wie ich stirbt. Oh Gott, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Die schlimmste Stelle. So. So, Kollege, dich brauche ich ja nicht mehr, ne? Oh, hell, then let us begin. As promised, I shall bequeath Master Logan's sorcery to you. Hä? Oh, verlängert die Dauer von Zaubern, verstärkt Magie.
Okay, klingt gut, ist aber jetzt nicht so meins. Goodbye, then. Do stay safe. Stone safe, don't try this at home. Warte mal, war hier oben nicht noch einer? Wo ist jetzt der Feuertyp hin? Hä? War hier nicht irgendwo so ein Feuerhans? Okay, na ist ja auch egal. So, ich bin gespannt. Also mit unserer aktuellen Waffe machen wir auf jeden Fall One-Hit. Können wir auch gut zu nutzen. So, warte mal. Nicht vergessen und ouch. Blöder Geist. Da droppt ja nicht mal was. Oh yeah. Wanderflucht, zwei Stück. Geil, ich sag doch, die droppen das. Oh, hallo. Oh nein, warte mal. Autsch. Nein! Scheiße! Oh fuck! Oh wow! Oh wow! Wir machen Blutung des Todes! So. Okay, ich habe hier was gesehen. Ach, guck mal hier! Bewegt sich nicht. Vorrichtung. Alter, geil. Okay, das war jetzt sehr schön. Gefällt mir gut. Ist da was Wichtiges zum Zerstören oder irgendwas Brauchbares? Nein. Ich dachte jetzt wirklich, ich sterbe. Das ist eine Falle. Guck, ist eine Falle. Parierdolch, okay. Okay, cool. Oh, da ist ein Nebel. Schnell, 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 schnell rein. Oh, hallo. Und hallo, wer ist denn da? Okay, hier ist niemand, gut. Das gefällt mir. Oh, shit. Oh, was bist denn? Oh. Oh, eine Kreischerin. Schweig. Ja, sowas gibt es ja auch. Kreischerinnen, die rufen dann
ihre Freunde an. Okay, schade. Ich dachte, ich kann da lang gehen. Ich brauche eigentlich nur... Ach, guck mal hier, Shortcut. Genau, sehr gut. So, da oben ist er. Ja, ich wusste es. Na komm. Na komm. Jetzt hör doch mal. Jetzt ist er aber. Jetzt. Hallo? Ist er hängen geblieben? Na gut, dann nicht. Oh, fuck. Wow. Von oben und von unten. Aber keiner findet die richtige Richtung. Außer sie hier. Sie findet die richtige Richtung. Oh shit. So, tschüss. Schlaf gut. Du, Sau. Okay. Oh. Geil. 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 Immer mehr. Komm, gib's mir. Also die Geister sind schon nicht ohne, das muss man sagen. Aber es lief gut, wir haben einen Shortcut geöffnet, wir haben jetzt theoretisch die Leiter. Wenn ich die Leiter schon nutzen kann. Oh, ich hoffe, ich kann die nutzen. Das Gute ist ja, wir haben jetzt mittlerweile so viele Wanderflüche parat, dass wir relativ gut durchkommen könnten. Könnten, nicht müssen. Und zwar... Ja, guck mal, 5 Stück, Alter, das reicht doch. Für den Anfang reicht das gut. Ich habe sie getreten. Wo ist die Leiter? Oh, hallo. Hast du was für mich? Wanderfluch. Dankeschön, du Honk. Gut, also da kommen wir noch nicht hin. Da fehlt uns noch Wasser. Eine Möglichkeit, das Wasser abzulassen, anscheinend. Na toll. Schön. Gefällt mir gut. Brauch nicht. Zack. Halt. Falsch. Zack. Hallo? Ach hier. Ja. Es ist unanständig, gegen die Wand zu schlagen. Oh. Oh.
Shit. Well. Ich glaube, da unten ist der Tod, ne? Wenn ich jetzt da runterspringen wollen würde. Andererseits. Andererseits könnte ich ja mal gucken, wo mich die Leiter genau hinführt. Die wieder da. Oh, guck mal, die Schreierin ist wieder da. Schweig. Aha. Ich geh mal kurz runter, einfach mal just for fun. Vielleicht war das dann doch kein Shortcut in dem Sinne. Sieht zumindest jetzt nicht danach aus. Oder? Gucken. Ah, ja, okay. Jetzt wird's gefährlich. Aha. Ah, okay, hier kann. Oh! Nun, hallo! Okay, hier scheint es noch irgendwas zu geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Hallo. Oh wow. Wenn die Regel ist, trete 10 Gegner. Treten erstmal ein Geist. Aber warum? Ja gut, hier kann man anscheinend dann später lang, wo das Wasser jetzt ist. Deswegen kann ich jetzt hier anscheinend noch nicht viel ausrichten. Ah. Und nach oben. Also ich höre Geräusche. Oh, hallo. Oh shit. Oh verdammt. Aua, von den...
Ey, ist gut jetzt. Wir haben das Thema gerade eben gehabt. Ist gut jetzt. Benimmt euch. Scheiße. Nein. Geh weg. Mal die Seelen safen, ganz wichtig. Nein, weg. Jawohl, nein! Oh. Oh, boy. Okay, das war. Alter Scheiße. Okay, jetzt verstehe ich, wofür das da ist, damit man noch eine Überlebenschance hat. Wenn es brenzlig wird. Danke, Spiel. Das Gute aber ist, so. Ist mir schön bereitgelegt, ne? Wie gesagt, ich weiß halt nicht, woran man. Okay, schade. Oh, hallo, hallo, die Queen of Life. Mhm. Ist das eine Falle? Oh. Ich höre Geräusche, Alter. Holy moly, das war brenzlig, aber cool. Cool, cool. So, wo geht's hier? Oh shit, nein. Alter, willst du mich verarschen? Ist das jetzt hier die... Oh, hallo. Bist du ein Freund? Oh, hi. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Siegelschlüssel. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void. The Abyss, but the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Mm-hmm. Können wir noch was? Hello there. What is it? The key to the seal is now in your hand. I will help you in any way possible. Oh, Gegenstände kaufen. Wanderfluch und Fluchabwehr. Okay. Fluch brechen lassen. Hey. Du bist nicht verflucht. Okay. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words. The Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. New Londo okay. Sacrificed. Cool, also alles klar. Wir haben jetzt
Okay, wir sind weiter vorangekommen. Fortschritt ist da. Wir haben jetzt den Schlüssel für die Four Kings bekommen. Den Abgrund schreiten, glaube ich, das haben wir ja auch schon bekommen. Und ja, da würde ich sagen, das war eine weitere Folge Dark Souls Remastered. Und ja, mal gucken, ob wir uns in der nächsten Folge vielleicht mit den Four Kings anlegen werden. Oder ja, mal gucken, was da noch so kommt, ne? Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Like da lassen oder eben einen Kommentar. Und bis dahin erstmal. Tschüss.